Hallo, hast du schon mal Pizzateig mit Pesto drüber gegessen? Ich kann dir sagen, das ist so ein Genuss. Und genau so etwas in der Art möchte ich heute mit dir machen. Und zwar Pesto-Striezel. Wie ich eben schon erwähnt habe, ist der Teig ein normaler Hefe-Pizzateig und dafür brauchst du 500 Gramm Mehl, einen leicht gestrichenen Teelöffel Salz, ein Würfel Hefe, 250 Milliliter lauwarmes Wasser und 4 Esslöffel Öl. Du gibst jetzt alle Zutaten bis auf die Hefe in eine Rührschüssel. Die Hefe zerbröselst du darüber. Vielleicht passt du auf, dass Salz und Hefe sich nicht direkt berühren. Und dann lässt du alle Zutaten für 5 Minuten miteinander verkneten. Genau so sollte unser Teig aussehen. Also er soll schön zusammenkleben. Wenn das nicht der Fall ist und der noch etwas flüssig ist, gib einfach etwas Mehl hinzu. Aber falls er zu klumprig ist und sich wirklich nicht verbindet, dann gib noch etwas Wasser hinzu. Jetzt gibst du ein Abtrockenhandtuch über die Schüssel und lässt den Teig mindestens 30 Minuten, eher 45 Minuten an einem warmen Ort gehen. Mag Teig irgendwie total gerne, weil er sich dann wie Knete anfühlt. So. Wenn der Teig dann aufgegangen ist, können wir anfangen, unsere Pesto-Striezel zu formen. Dafür gibst du als erstes den Teig auf deine bemehlte Arbeitsfläche. Den Teig knetest du jetzt einmal nochmal mit deinen Händen durch. Und dann formst du dir den am besten zu einer Rolle und schneidest dir 4 gleich große Stücke ab. Jetzt musst du die in Fladenform ausrollen. Das machst du mit den anderen Teiglingen genauso. Wie der Name Pesto-Striezel schon verrät, brauchen wir auf jeden Fall noch Pesto. Dann nimmst du einfach 200 Gramm deines Lieblingspestos. Und dann solltest du dir noch 150 Gramm geriebenen Käse zur Seite legen. Ich nehme da ganz gerne Mozzarella. Und jetzt streichen wir mit dem Pesto die ganzen Teiglinge ein. Und jetzt gibst du einmal in der Mitte von dem Teig etwas Käse. Aber nicht den kompletten Käse leer machen, dann gleich kommt auch noch oben drauf was. Um jetzt noch die Striezelform hinzubekommen, müssen wir einmal die Teige einschneiden. Dafür nimmst du dir einfach ein Messer zur Hand und schneidest circa 6 bis 7 Mal rechts und links entlang, so wie ein Kamm. Aber bloß nicht komplett durchschneiden, sondern wirklich so bisschen vor die Hälfte nur. Und auf beiden Seiten auf der gleichen Höhe einschneiden. Und jetzt falten wir die noch. Dann nimmst du einfach rechts das erste, legst das in die Mitte und dann das linke da drüber. Machst dann immer rechts, links. Und oben und unten formen wir zu einem Kreis. Und da oben drüber geben wir jetzt noch etwas Käse. Und die gehen jetzt für ca. 22 bis 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze. Zu den Pesto-Striezeln noch einen schönen großen grünen Salat und schon hat man ein schnelles Abendessen für die ganze Familie. Was ich auch ganz gerne mag, ist, die einfach etwas kleiner zu machen und dann als Snack einfach servieren. Ich hoffe, dir hat das Rezept gefallen. Falls du Lust auf weitere Rezepte hast, dann schau doch auf meiner Internetseite oder bei mir auf Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal, deine Janika.